Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dabei seid, um zu sehen, wie unser Dorf größer, schöner und besser wird. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Wenn ja und wenn diese Folge euch gefällt, dann lasst doch bitte einen Kommentar da. Ein Abo wäre auch nett, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und vielleicht sogar noch einen lieben Kommentar oder bösen Kommentar, je nachdem, wie ihr das natürlich fandet. So, für jetzt habe ich mir überlegt, dass wir ein neues Häuslein bauen, damit wir zwei neue Jäger bekommen, weil es einfach zu wenig ist, was wir hier an Nahrung und an Leder und an Pelz bekommen. Und einmal die Karte zu überqueren, um zu jagen, finde ich doch ein bisschen doof. Man kann zwischendurch mal gehen, aber unsere Wisente sind weitergezogen. Die haben wir nicht mehr bei uns in der Ecke. Also werden wir erstmal versuchen, hier durch einen Neubau neue Leute zu bekommen, die wir natürlich auch brauchen. Wir werden auch noch ein bisschen verkalken hier unten. Ja, das habe ich jetzt so vor. Aber erstmal werden wir uns einen Platz suchen. Ich denke, das wird hier neben dem Schuppen sein. Oder hier. Man kann das auch hier machen. Hier passt noch eins hin. Sollen wir mal eben hier wegräumen. Dann werden wir hier eins hinsetzen. Der Stein ist echt zu groß. Schauen wir mal, wie wir das hier hinkriegen, weil wir ja auch Zäune und sowas bauen möchte und Wege, wie wir das Häuschen hier hinbekommen. So, und dann möchte ich das natürlich in die Richtung so haben. Da steht etwas im Weg. Wie weit ist das von hier? Das müsste gehen. Wie weit von da? So wäre das okay, würde ich sagen, ne? Ja. Dann die noch ein bisschen Platz für den Garten. Die noch Platz für den Garten. Hier kommt noch ein Weg hin. Das mache ich jetzt schon mal eben. Ja, das müsste doch in Ordnung sein. Dann holen wir uns mal Werkzeug. Der kann erst weg. Die auch. Axt brauchen wir im Moment auch nicht. Wir brauchen nur Hammer. Steine. Und Baumstämme. Achso. Dann nehmen wir nochmal auf 1.
cousin Marius, though. Der muss, glaube ich, noch umgestellt werden, ja. Dann müssten wir alle haben. Jetzt holen wir uns erstmal nur die Steine, würde ich sagen. Sonst wird das ja alles zu schwer. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Es wird schon wieder dunkel. Na, doch ein bisschen verschätzt. Doch nicht. Doch. Zwei Stück. Zwei. Noch Holzstämme und Bretter. Dann kriegen wir das fertig. Oh, ich habe da oben schon wieder die Steine vergessen. Im Giebel, wie immer. Die machen wir dann gleich noch eben, wenn wir den anderen Rest hier fertig haben.
Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Bretter, ne? 2, 14. Vier Steine. Jetzt ist es so dunkel, jetzt sehe ich das wieder hier nicht und wir haben keine Fackel. Ne, ich glaube, wir machen erst gute Nacht, damit es wieder heller wird. Wir haben nämlich kein Lichtlein. Ja, jetzt ist es so dunkel hier drin. Ich sehe noch nicht mal. Da ist das, da ist die Truhe Fundament. Also müsste ich rein theoretischerweise. Wieso kann ich da nicht in die Richtung? Hier. Ja, ist das schlimm, wenn das so dunkel ist. Na, Ehegatte, wie geht's dir heute? Soll ich dir mal noch. Hello there. Du siehst aus, als könntest du etwas Wasser vertragen. Das ist nett von dir, dankeschön. Pass auf dich auf, mein Liebster. Ich bin ja auch gerade dabei, wieder ein Haus zu bauen. Jetzt habe ich das natürlich alles vergessen. Ah, Steine waren das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Shit. Egal. Ein leichter Sommerregen, würde ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Bretter, das waren glaube ich 26. Na wunderbar, fertig ist unser Haus. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kalkstein. Den Rest, den wir noch haben, verputzen hier unten die Häuser. Das bleibt erstmal hier. Die auch, die brauchen wir nicht. Die auch nicht. Der auch nicht, aber dafür nehmen wir jetzt ein super Bronzemesser oder sowas mit. Die halten eh besser. Schon wieder irgendwas zu verkaufen. Dung 131. Ja, da haben sie noch genug zu tun, oder? Kalkstein, da ist er. Oh, nur 33. Okay, Wolfen werden wir jetzt mal eben verbügeln. Da sind wir hier hinten irgendwo stehen geblieben. Dann werden wir runterlaufen ins Dorf. Werden zwei neue. Achso, ich sollte das auch so machen. Zwei neue Dorfbewohner anschaffen. Herholen. Die dann für uns mit Jagen gehen. Müssen wir auch mal Wasser reintun.
Wunderbar, das hätten wir. Dann gehen wir jetzt mal runter und schauen wir, was wir da so bekommen. Ob wir da ein Männchen und ein Weibchen haben. Ein Mann und eine Frau. Wir sind auch gleichzeitig Verkuppler, ne? Wenn wir die jetzt wieder zusammentun, hoffen wir ja, dass sie uns ja auch ein paar Kinderchens, ein paar potenzielle Arbeiter anschaffen hier. Hi, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben drei Leute. Wir sagen, wie alt bist du? 26. Du bist 21 und du bist 27. Dann nehmen wir dich. Und natürlich dich. Das passt ja dann. So, den werden wir jetzt erstmal Arbeit und Haus zuweisen. Häuschen. Gerade frisch gebaut. Und natürlich eine Arbeitsstelle. Nein, ich gucke extra nicht, was die für Dings haben, weil ich gesagt habe, wir brauchen Jäger. Und die können sich auf jeden Fall in die Jagd einarbeiten. Da hat er eine 2, Diplomatie hat sie eine 3 und überleben auch. Das wäre natürlich besser gewesen. Aber wir brauchen nun mal Jägerlein. Und da können die sich auch noch verbessern. Und ich mag es eher, wenn meine Leute alles können wie nur etwas. Habe ich das jetzt alles gebaut hier? Gut, ach so, die haben wir ja. Genau. Wo ist er denn jetzt? Gut. 14 Dinge haben wir wieder nicht. Was brauchen wir wieder? Einmal in die Ver- Das sind aber nur drei. Wieso haben wir denn schon wieder 14? Die Näherei ist wieder an Maul, weil sie kein Material hat. Was haben wir denn? Immer noch kein Leder, dafür wird jetzt gesorgt, hoffe ich. Die Schmiede hat natürlich wieder kein Wetten. Keine Kupferbarren, die werden wir gleich erstmal machen. Und die Werkstatt hat was? Keine Ton, keine Wegwarte. Keine Tonvase. Die Tonvasen sind in Arbeit, das dauert nun mal ein bisschen. Wir gehen nach oben und werden Kupferbarren machen. Dann hört schon mal einer auf zu meckern. Dann gehen wir auch daneben. Kupfererz. Komm, mach mal frei die Esse. This is what greed can bring us. Und wir machen 40 Kupferbarren. Das dauert jetzt natürlich wieder seine Zeit. Kennt das? Wenn ihr das nicht unbedingt zusehen wollt, wie wir da die Kupferbarren schmieden, könnt ihr natürlich weiter vorspulen. Das bleibt euch ja überlassen. Oder ihr guckt in die schöne Flamme und träumt ein wenig vor euch hin. Oder hört euch mein doofes Gelaber ab. Aber ich habe so nichts zu erzählen, außer dass hier die Sonne scheint. Und es heute ein herrlicher Maitag ist. Blacksmith, Whitesmith, it's all the same to me. I'm colorblind. Dann hören Sie gleich wenigstens auf zu schimpfen und unsere Jägerlein. Hoffe ich, tun wieder das, was sie sollen. Und wenn die anderen wiederkommen, haben wir bestimmt noch eine Scheune oder irgendwo. Vielleicht
Vielleicht haben wir auch bald Glück wieder, dass oder mehr Technologie zusammen, dass wir die Gebäude wieder aufstufen können. Das wäre natürlich auch was. So, da wären wir schon fertig. So soll es sein. Die bringen wir jetzt weg. Dann hört schon mal ein Teil wenigstens auf. So, Kupfer. Dann gucken wir, wie viel Ton wir haben. ...90. Davon werden wir mal 80 mitnehmen. Wir werden Tonvasen wieder machen. Dann haben sie erstmal wieder 26 Tonvasen, um Blumenvasen zu machen. Aber davon haben wir fast sowieso schon bald genug. Aber wenn wir die später verkaufen wollen, wir müssen ja auch noch die einzelnen Häuser ein bisschen dekorieren. Innen und außen. Bloody rain. Aber die eignet sich auch gut zum Verkaufen. Bring my relatives over. Maybe not cousin. Ja, und dann ist unsere Zeit auch schon bald wieder vorbei. Dann geht das morgen erst wieder weiter. Aber heute haben wir schon wieder ein Häuschen gebaut. Also waren wir ja nicht ganz untätig in dieser Folge. Und wir haben zwei neue Leute eingestellt, beziehungsweise in unserem Dorf aufgenommen, in unsere Dorfgemeinschaft. So wächst und gedeiht es still vor sich hin. Es läuft, wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Das ist doch prima, wir haben genug Arbeit. Für unsere. Ich bin schon wieder ganz schmutzig. It's starting to look like a proper village. So. Sind wir gleich fertig. Oh, jetzt guck, jetzt steht da nur noch 8. Das sind wahrscheinlich jetzt nur noch die Jäger. Prima, so. Dann sind wir ja zufrieden. Na, wieso geht's da nicht so? Zwei Ton. 26 Tonvasen. Prima. So, jetzt müsste da die Zahl auch wieder runtergehen. Auf 5. So, was haben wir jetzt noch zu beanstanden? Die Näherei. Die hat immer noch kein Leder, ne? Leingewebe. Ja, super. Okay, Flachshalm. Davon hatten wir ja auch schon genug. Ne, nur noch 4, aber Flachs. Aber 600 mache ich jetzt nicht, das dauert viel zu lange.
Die werden wir noch machen. Und natürlich auch gleich dann Garn davon machen. Dann sind die letzten auch zufrieden. Selber schon mal Durst und Hunger, so wie es aussieht. Ja, in dem Dorf hat man natürlich als Chef hier ordentlich was zu tun, ne? So, 4 Stück noch. Fertig. Dann gehen wir gleich rüber und machen da. Natürlich machen wir den Arbeitsplatz frei. Na gut, dann packe ich es weg. Man muss es selber machen, wenn er da nicht aufstehen will. 56 Leinsamen. 112 Flachshalmen. Pflaumensaft eben trinken. Dann haben wir das soweit. Gehen wir noch mal gucken in die Küche, dass wir da alle schon zusammen haben. Beeren, Birken, Birne. Oh, Birnen haben wir auch schon, prima. Wasser. Dann können wir in der Küche noch ein bisschen was freischalten. Nee, das geht alles nur über die Taverne. Zwiebeln, die können wir mitnehmen. Und natürlich die Holzteller. Fleisch. So, dann machen wir ein bisschen Zwiebeln und Soße. Nein, Fleisch und Soße. Dafür müssen wir das Fleisch, glaube ich, braten. It is with monarchs. Do what they say, but do not get too close to them. Ja, das dauert jetzt wieder einen Moment. The way to one's heart is through their stomach. Ich glaube, ich werde gleich noch, wenn diese Folge zu Ende ist, hier ein wenig weitermachen. Das heißt, ich werde noch ein bisschen Essen vorbereiten. Oder wir machen das. Ne, ich denke, wir machen das morgen. Damit ihr da auch einen Teil zu. Dass ihr auch dabei seid, wenn man das macht. Nicht alleine zu tun. So. Aber dafür die paar Minuten, die nehmen wir uns jetzt noch. King is the king. As long as he doesn't poke his nose into my business, I don't poke my nose into his. Siebenunddreißig haben wir schon.
5 Stück noch. 4. Schön knusprig durchgebraten und das unter Fleisch. Enjoy this summer. No year has two. Ouch, damn. Dann werden wir jetzt. I don't think anyone will taste the bit of blood. 34 Mal Soße mit Fleisch machen. Das dauert auch eine Weile. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja vorher schon abschalten, weil wie gesagt, wenn ich das jetzt gleich weggepackt habe, dann werde ich das Video für jetzt beenden. Aber natürlich würde es mir auch Freude bereiten, natürlich, wenn ihr das Video bis zum Ende gucken würdet, weil das gehört ja einfach dazu. Ja, unsere Leute müssen ja mit Essen versorgt werden. Das, wie gesagt, ich habe das nicht auf schnell. Sonst würde das, zack, würde das fertig sein und das gehört einfach nicht dazu. Ja, man kocht ja auch nicht zu Hause innerhalb von einer Sekunde Essen. Genauso war das im Mittelalter auch nicht. Da hat das sogar noch länger gedauert teilweise. Da musste man... Ich hoffe, es wird nicht in einen Downpour. Das habe ich jetzt nicht verstanden und ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe es, naja, verdrängt. Und dann haben sie gleich erstmal wieder was zu futtern, auch wenn es nur Fleisch mit Soße ist. Aber vielleicht kriegen die dann mal gebacken, dass sie ein bisschen mehr hier ranklotzen. Aber da glaube ich nicht dran, weil das ist ja alles nur 0,1, 0, ist so viel Sachen, da müsstest du eigentlich 5, 6, 7, 8 Küchen haben und jeder macht nur sein eigenes Ding, aber ich möchte mein Dorf nicht nur vor Küche haben. Aber ich schätze, dass wir irgendwann eine zweite Küche einbauen werden. Weil da kommt einer alleine dann nicht mehr gegen an. Das ist nun mal Fakt. Und dann kann die eine Küche das machen und die andere Küche kann das machen. Und natürlich auch mindestens zwei Tavernen, aber erstmal brauchen wir eine und das dauert noch, bis wir die bauen können. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr Technologie haben. Ja, aber noch nicht. Das dauert ja auch alles. Es wäre ja auch blödsinnig, wenn man von Anfang an alles schon freischalten würde und nicht das erstmal erspielen oder erarbeiten müsste. Es wäre ja auch, denke ich, irgendwann langweilig. Das ist das Einzige, was wir hier gemacht haben in diesem Spiel halt. Dass ich mich nicht töten lassen brauche. Aber das kann man bald wieder rausnehmen. Es hat ja heute gut geklappt mit den Wildschweinen. Ich bin ja nur einmal getroffen worden. Und da gibt es ja auch solche Tränke halt für, ne? Ich glaube, beim nächsten Spiel, wenn ich es anmache, werde ich es rausnehmen. So, das war's. Wir bringen es rüber. Essen aber selber noch eben was davon, wie ich sehe. Ah. 15 Mal Fleisch. Und 34 Holzteller zurück und natürlich glaube ich Zwiebeln waren da auch noch. Zwei Zwiebeln waren noch über. Gut. Dann essen wir nochmal das Fleisch mit Soße, was wir schön gekocht haben. Die Holzteller packen wir hier wieder rein. Brauchen wir nicht mehr. Gut. Jetzt sind wir gesättigt, haben keinen Durst mehr, uns geht's gut, schön uns im Regen, schauen auf die nebeligen Berge. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitarbeiten, fürs Mitmachen. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr es liken, abonnieren und kommentieren würdet. Und sage nun bis zum nächsten Mal alles Liebe, alles Gute, eure Tammy. Ciao!